Hallo, Deacon. Ich glaube, es ist ein bisschen Ballerballer. Ich könnte mir sogar tatsächlich vorstellen, dass das vielleicht so ein Bug ist oder so. Moment, dieser Sache möchte ich jetzt mal auf den Grund gehen. Ich werde deswegen an dieser Stelle eine kurze Aufnahmepause machen. Und mal checken, was... also ich werde mal ganz kurz gucken, ob das wirklich daran liegt. Oder ich mache es jetzt einfach ganz schnell. So. Deacon. Fallout 4. Terminal. Ist das vielleicht ein Bug oder ist das kein Bug? Ah, hier ist es, Panzertür lässt sich nicht öffnen. Schauen wir doch mal im Fallout-Forum direkt nach. Also ich könnte mir... Moment mal, oder kann man... Wieso ist das hier so? Nee. Nö. So. Abspeichern und Neuladen hat geholfen. Okay. Dann machen wir das mal. Also speichern. Bestätigen. Und dann laden. Ja. Ah, jetzt bewegt sich Deacon. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ach ja. Dieser Abspielknopf. Carrington, Stanley, Salus Egoti, Suprema Lex. Sesam, öffne dich. Endstation. Wirf einfach den Aufzug. Ist hier niemand drin? Tatsächlich nicht. Also hat Tommy Whispers es nicht überlebt. Er starb, um unsere Geheimnisse zu beschützen. Mal sehen. Oh, ein ehrenhafter Tod. Lass dich nicht von ihrer Größe täuschen. Was? Was ist so besonders an der Pistole? Tüfteltom hat sie restauriert. Du lernst ihn später noch kennen. Modernste Altwelttechnologie. Mächtiger Rums, aber noch wichtiger, sehr leise. So eine Waffe findest du kein zweites Mal. Oh. Ja gut, dann nehmen wir die mal mit. Prototyp. Wenn du ihn Desdemona gibst, darfst du bei unserer lustigen Truppe mitmachen. Ei, ei. Nett. Der Aufzug ist am Ende des Ganges. Sollte kein Problem sein, ihn anzuwerfen und von hier zu verschwinden, nachdem der Weg frei ist, nicht wahr? Okay. Ja gut, der Name ist jetzt nicht mehr... Okay, also es war wirklich das Spiel, das wir dem nicht war, nicht wir. Mensch, ausnahmsweise, wir haben mal kein Problem gemacht. Wow. Auch nicht schlecht. Gut, dann aktivieren wir noch die Aufzugskonsole und hauen wieder ab. Das ist ein bisschen buggy. So. Und dann hauen wir wieder von hier ab. Und dann geht es wieder raus ins Commonwealth. Für jede von ihr gesammelte Ausgabe von Picket Fences erhältst du in einer Werkstatt ein neues, einzigartiges Element zum Bauen. Das ist doch schön. Gut. Und damit können wir dann nachher ein bisschen weiterbauen. Alter, wir müssen wirklich mal die Siedlungen wieder abchecken. Ich sag das jedes Mal bei jeder verdammten Aufnahme und vergesse es jedes Mal aufs Neue. Ja. So. Warum zum Henker? Achso. Falsche Seite. Und hier. What the fuck? Oh, what the... Ist er jetzt tot? Nee. Ja, läuft bei dir, Deacon, würde ich mal sagen. Fahren wir uns auf und treffen uns in den Katakomben.
Wir waren ein gutes Team. Das Beste. Wir sehen uns. Hau rein, Dicken. So, ja. Dann hauen wir uns mal nochmal ins Stimpack rein. Und dann... Wohin müssen wir? Hier trifft die bei der Olden auf. Wo sind wir denn? Ach, wir waren da ganz oben, ne? Genau. Ja. Ach komm, das machen wir jetzt auch ganz schnell. Bevor wir die, bevor jetzt aber wirklich eine Aufnahmepause starten werden, erledigen wir das noch ganz, ganz schnell. Und überreichen den Menschen dann den Prototypen, damit die dann wiederum für uns diesen Signalläufer, wie auch immer, installieren können. Und dann glaube ich, dass wir langsam aber sicher wirklich schon ziemlich nah ans Ende kommen könnten, eventuell. Boy hört sich wenig begeistert an. Wie wär's, wenn wir von hier verschwinden? Was? Ach, hier ist alles easy peasy, Valentine. Mach dir da noch keine Gedanken. In Nicki. Nicki Minajo. Am Arjo. Ja, also, ihr merkt, meine Kommentare werden eigentlich immer dämlicher und dämlicher. Ich sollte das eigentlich alles mal lassen. Eine Spielkugel ist ja super. Eine Spielkugel können wir auch wirklich was anrichten. Ah, da war ein bisschen zu eilig. Ups. War ich nicht. Muss so. Also wenn ich es war, dann musste es so sein. So. Und wir sind da. Zusammengepflegt, mich über seine Schulter geworfen und sich den Weg durch den Rest des Gebäudes freigekämpft. Die ganze Zeit über mit dir auf den Schultern? Unglaublich, nicht wahr? So kann man es auch ausdrücken. Deacon hat mir erzählt, dass du im Alleingang Carringtons Prototypen gesichert, ein Minenfeld entschärft und 100 Gen 1 Synths erledigt hast. Ist das auch nur ansatzweise wahr? Jedes einzelne Wort davon. Und das war noch untertrieben. Ganze 100 Stück. Das kann ich mir nicht mal vorstellen. Siehst du? Hab ich doch gesagt, Boss. Ich bin davon ausgegangen, dass Deacon ein ganzes Team inklusive Glory braucht, um diesen Prototyp zu sichern. Stattdessen habt ihr zu zweit das gesamte Switchboard gesäubert. Es wäre Wahnsinn, ihn nicht aufzunehmen, Des. Du hast Deacon ganz schön beeindruckt. Er hat noch nie in so hohen Tönen von jemandem geschwärmt. Wahrheit hin oder her. Willkommen bei der Railroad, Agent. Ja. Freut mich, an Bord zu sein. Offenbar haben wir großes Glück, dich auf unserer Seite zu wissen. Du bist also dabei. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir dich nennen sollen. Geheimnisse halten uns am Leben. Dazu gehören auch Codenamen. Wie lautet deiner? Ausputzer? Nee, danke. Hast du Vorschläge? Nein, so funktioniert das nicht. Dein Leben, dein Name, deine Entscheidung. Okay, Bullseye, Whisper oder Silberzunge? Bullseye, Whisper, Silberzunge. Ich nehme Whisper. Whisper. Nach Tommy? Oder egal, passt auf jeden Fall. Dein erster offizieller Auftrag ist es, Dr. Carrington seinen Prototypen zukommen zu lassen und ihm deine Hilfe anzubieten. Aber zuerst möchte ich dir den Rest der Bande vorstellen. Der Standort unseres Hauptquartiers ist eines unserer bestgehüteten Geheimnisse. Sei also vorsichtig, wenn du kommst. Manche, die du triffst, wurden vom Institut ersetzt. Durch Synthetik. Das also auch. Yay! Wir haben es geschafft. Level 23. So, gib Carrington seinen Prototypen. Dann machen wir das mal. Und dann müssen wir auch noch gleich einen neuen Skill freischalten. Hat zwar nicht den Komfort des Switchboard, aber es ist sicher. Und wir haben Vorkehrungen getroffen, damit wir nicht noch einmal überrascht werden. Im Moment läuft alles ein wenig chaotisch. Also gibt es eine Menge für dich zu tun. Aber man merkt, die ist sofort netter. Sobald wir einen Auftrag erledigt haben, ist sie direkt nett zu uns. Achte darauf, dass dir hier niemand folgt. Dann sind nämlich auch wir dran.
Okay. Desdemona hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Das zu finden war eine herausragende Tat, aber darum geht's gar nicht. Dankeschön. Du hast keinerlei Ausbildung und wir kennen dich kaum, aber trotzdem nimmt er es dich bei uns auf. Wäre schön gewesen, wenn sie das mit ihrem Stellvertreter besprochen hätte. Aber passiert ist passiert. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch etwas für uns tun. Was meinst du vielleicht, ich schaffe keinen gefährlichen Auftrag? Die Gefahr ist mir egal. Du hast beim Switchboard bewiesen, dass du damit fertig wirst. Ich hoffe nur, bei der Mission musst du nichts über Synths oder unsere Vorgehensweisen wissen. Da kennst du dich nämlich noch kaum aus. Sag mir, was du brauchst, Doc. Einer unserer Feldagenten, der alte Stockton, braucht Hilfe bei einem entlaufenen Synth, H222. Also löscht das Hauptquartier wie üblich die Feuer, die anderen zu viel Arbeit machen. Der paranoide alte Kauz verrät uns nicht mal das Problem. Er besteht darauf, dass wir uns die Info aus einem toten Briefkasten holen. Was ist ein toter Briefkasten? Noch nie einen Spionagekrimi gelesen, was? Gott im Himmel, ein toter Briefkasten ist ein Briefkasten mit einem Warnsignal. Wir verwenden diese Art der Kommunikation häufig. Also halt die Augen offen. Wenn du Stockton triffst, verrät er dir nicht mal die Uhrzeit, bevor du ihm nicht das korrekte Gegenzeichen gegeben hast. Das aktuelle Zeichen ist, hast du einen Geigerzähler? Das Gegenzeichen dazu lautet, meiner ist in der Werkstatt. Zumindest das hat Deacon dir doch beigebracht, oder? Sicher. Vertrau mir bei der Sache. Ich bekomme das schon hin. Du hörst dich tatsächlich recht überzeugend an. Stockton ist ein wichtiger Geschäftsmann in Bunker Hill. Der tote Briefkasten ist dort irgendwo. Über den Fluchttunnel hinten raus bist du schneller. Tüfteltom ist an was dran. Ich hoffe nur, es läuft besser als beim letzten Mal. Oh, Kelly Daukeli. So, können wir jetzt aber trotzdem... Ja, danke schön. Desdemona, wir sind alles, was die Synths haben. Schön, dich an Bord zu haben. Bevor du bei uns eingestiegen bist, wolltest du bei etwas meine Hilfe. Ich bin ganz Ohr. Ja, ich habe Signalfänger. Für einen Signalfänger, mit dem ich ins Institut komme. Deshalb diese Sache mit dem Runner-Chip. Du brauchtest die Frequenz, schätze ich. Wieso? Was macht diese Maschine? Teleportation. Das Institut nutzt Teleportation, um rein- und rauszukommen. Mit dem Fänger können wir ihr Signal kapern und mich stattdessen durchschicken. Wir versuchen schon seit Jahren, mehr über Transportmöglichkeiten des Instituts rauszufinden. Viele gute Agenten haben ihr Leben gelassen. Alles vergebens. Dank dir haben wir endlich die Antwort. Teleportation. Dass das Institut so etwas... Naja, machen wir uns an die Arbeit. Das hat jetzt oberste Priorität. Ich will, dass Tüfteltom dir hilft, damit dieses Gerät so schnell wie möglich fertig wird. Ja, dann auf zu Tüfteltom. Wo ist denn Tüfteltom? Wo ist Tüfteltom? Tom! Ah, Tomsi Mausi. Hä? Tüfteltom ist gar nicht hier unten, kann das sein? Und der Doktor traut uns auch nicht. Schön, dass du dabei bist. Oh, Glory. Ja, freut mich, dass ich dir eine Nacht freigeben kann. So. Dann wird Tüfteltom wohl draußen sein. Tommylein, oh Tommylein, du sollst immer artig sein. Leere den toten Briefkasten. Oh, nee, warte. Ich bin so doof. Verdammte Axt. Warum wird das aber auch nicht direkt markiert? Warum wird die Markierung sofort wieder entfernt? Das können die doch nicht machen. Hab ich ihn echt übersehen. Hallo? Ey, komm, du bist nicht beschäftigt. Hallo, du bist nicht beschäftigt. Die Leute haben Angst wegen diesem Ding, das da neuerdings am Himmel steht. Es gibt wirklich Außerirdische. Schluss jetzt. Das Luftschiff ist die Pridwen und es gehört der Stählernen Bruderschaft. Die Stählerne Bruderschaft ist ein hochmoderner und organisierter Orden. Und sie ist hier, um Synths zu vernichten. Lasst es alle wissen. Die Bruderschaft sind unsere Feinde. Ein Frieden steht nicht zur Debatte. Tüfteltom arbeitet an einem Plan, mit dem wir diese Bruderschaft bezwingen können. Codename Roter Glanz. Aber fürs Erste werden wir sie im Auge behalten und uns von ihnen fernhalten. Unser Schwerpunkt ist weiterhin das Institut. Ihr habt alle was zu tun. Also, an die Arbeit. Tut mir leid, ich muss für Tüfteltom was erledigen.
Och nö, warum sind die denn? Och nö, das ist doch doof. Bereit, mir die Pläne zu zeigen? Jetzt geht's ums Ganze. Aber sowas von. Hier bitte, schauen wir mal, was wir alles brauchen. Oh, wer hat das denn geschrieben? Ein Kind mit einem Wachsmalstift? Scheiße, das war ein wirklich großes Kind. Oh Mann! Molekularübertragung über verschlüsselte Radiowellen. Diese Eierköpfe des Instituts sind echt verrückt. Und man kann das Signal mit Hilfe eines modifizierten Transmitters abfangen. Wie ein Piratensignal, verstehst du? Das ist echt krass. Kannst du das Ding bauen, Tom? In den Plänen ist der ganze Hightech-Eierkopf-Scheiß drin. Aber es fehlen jede Menge technische Details. Die zu ergänzen wird eine Weile dauern. Das Teil hier, die stabilisierte Reflektorplattform. Dafür brauchen wir nur etwas hochwertiges Metall. Das sollte kein Problem sein. Bis du das Ding fertig hast, sollte ich auch mit dem Rest durch sein. Was brauchen wir, um das Teil zu bauen? Die Teile für die Plattform bekommen wir zusammen. Das ist kein Problem. Aber wo sollen wir sie bauen? Wir werden eine Menge Platz brauchen. Das Baby ist riesig. Ich weiß, dass Pam nach einer guten Stelle für einen neuen Unterschlupf gesucht hat. Da hätten wir eine Werkstatt und viel Platz. Und den Segen ihrer Vorhersagealgorithmen gibt's noch dazu. Sobald du den Unterschlupf vorbereitet hast, bringen wir das Material vorbei. Oder du baust deine eigene Plattform. Irgendwo anders. Deine Entscheidung. Ah, okay. Alles klar. So, aber dann werde ich jetzt an dieser Stelle eine kurze Pause einlegen. Und ich würde sagen, bei der nächsten Aufnahme werden wir uns dann der Reaktorplattform widmen. Und dann geht es schon bald auf ins Institut. Also vielen Dank fürs Zuhören, meine Lieben, und fürs Zusehen. Eure Fini. Bis dann. Cheerio.